So, guten Morgen Welt. Es ist sehr früh am Morgen, wie du an meinen ganz schlimmen Augen sehen kannst. Und wie du an meinen Klamotten entdecken kannst, geht's mal wieder auf Survival Trip. Warum nehme ich dich mit auf diesem Kanal? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn, denkt man. Aber man kann auf diesen Trips wahnsinnig viel lernen um das Thema tatsächlich auch Gesundheit und was natürliches, funktionales Bewegen ist. Und nebenher gibt es wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Wenn du meine Sachen hier anguckst, dann wirst du denken, wow, das ist ja Camping. Ist aber nicht Camping. Da sind nur so ein bisschen Backup-Sachen drin. Wir machen tatsächlich wieder 4-Tage-Survival mit minimalster Ausrüstung. Das bedeutet, wir haben nur die Klamotten, die wir am Leib anhaben, ein Messer, einen Feuerstahl und eine Wasserflasche. Was ansonsten noch passiert und was dann noch auf uns wartet an Aufgaben, das wirst du dann live miterleben. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Also, los geht's. Das ganze Ding, wie man tatsächlich in der Wildnis 6 Tage klarkommt. 6 Tage. 6 Tage. Ja? Heute ist auch noch Spaß und Spannung. So ein bisschen Kinderei. Schick, dass du dabei bist. Ab morgen wird es etwas männlich. Da werde ich also euer Hauptanschlagpunkt sein. So, machen wir ein bisschen Video. Wir sind jetzt angekommen, wir sind komplett. Oh, das ist die komplette Gruppe. Hier ist unser. Ich habe eben gedacht, so, der deutsche Bear Grylls, das wäre aber eine Beleidigung, weil Bear Grylls kann gar nichts. Das ist sozusagen der echte. Hi. Whatever, der echte. Der uns überleben lässt. Also mal gucken, was so passiert. Bis gleich. So, jetzt sind wir auf dem Gelände hier. Wir haben hier unser altes, im letzten Mal, wo wir waren, unser Zombie-Apokalypsen-Lager. Und schauen mal, wo der Level jetzt hinführt. Genau. Auch über Tag, morgen sogar ganz tägig. Am Samstag natürlich vormittags da und nachmittags. Und am Sonntag bis zum Abmarsch. Aber grundsätzlich seid ihr schon auf euch gestellt. Es war an dem, was die Natur euch bietet. Von daher eben nicht der Müsli-Riegel in der Tasche. Es ist nicht hier das Schulbrot und ähnliches. Wir bleiben hier. Reden. So, erste Aufgabe des Tages. Wir bauen unser Lager, ein Lean-To, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal im Zeitrafferformat an. Und das wird auch so ungefähr die gedachte Basis sein eures Unterstandes ab morgen. Allerdings ohne zugelieferte Materialien, da sind wir real. Nur das, was der Wald dort bietet, können wir dort auch benutzen. Ja, also nochmal ganz anders gebaut. So, ich habe heute als erstes die Ehre, auf dem Fellbett zu schlafen, unter Felldecke. Das wird ganz comfy, aber wir wechseln die Betten nur noch durch. Wir haben immer verschiedene Materialien getestet, die man theoretisch haben könnte, irgendwie Felle. Hier drüben haben wir Decken, hier in der Ecke haben wir im Prinzip hier abgeplatzte Holzlatten, da haben wir einen André. Und dahinter so ein bisschen Bambus oder Schilf. Und in die Mitte kommt nachher noch ein Feuer. So, die jungen Männer bereiten das Feuer vor. Ja. Und zwar mit Birkenrinde und etwas Stroh, was wir gefunden haben, während der Herr Bouquet unser Lager abreißt. Wir haben nichts anderes, denk dran. In die Glut zu legen, beidseitig, bis das Fell komplett schwarz ist.
dann ist das Fleisch gar, aber nicht angebrannt. Und dann kann ich das Ding auspellen. Ich müsste bloß schauen, die verbrannte Haut ziehe ich ab, die sind nicht mehr essbar. Aber das Fleisch neben der Wirbelsäule ist essbar. Schulterpartien, der Maximus, die Hintermuskulatur und Oberschenkel sind essbar. Der Rest wird dann auch verbrannt sein, sodass ihr tatsächlich denkt, ach so, ja, dann pelle ich mein Fleisch aus. Ja, bitte nicht in die Gedärme beißen. Ja, sondern tatsächlich das Fleisch rausnehmen, was noch essbar ist. Schneiden. Hey, heute gibt es Mausfilet. Super. Mausfilet. Hinten so die Flanke und die Schulter kannst du essen. Genau, ja, genau. Hey, weißt du, so ist das. Schön die Filets rausrennen aus dem Rücken, das ist hier so. Ja, das ist so. Das ist Futtermaus. Futtermaus. Ich habe sowas im Zahn hängen. Dein Plan besteht zu Ende. Das ist ein Zugang, in den du nachher die große Birkenrinde reinschieben kannst. Sehr schön. Du kannst auch die große anziehen. Du hast ein bisschen geübt noch, ne? Hast du ein bisschen André, oder? Ja, ja, geht noch. Erstaunlich gut. Ein One-Match-Fire. Kennst du es doch. Ja, sauer. Ihr braucht immer eine vernünftige Flamme, damit die Abgase verbrannt werden, ne? Wir haben noch keine gute Holzbrand. Leute, vorher machen könnt ihr, ne? Wie geil ist das denn? Schaffe ich morgen den Fünfer erklären. So. Gemäß unserem Credo haben wir es natürlich wieder mal beim ersten Mal geschafft, zu Freuden von Dad und das Feuer zu kriegen. Und unsere Behausung ist tatsächlich wunderschön, schön warm. Dann müssen wir von der anderen Seite auch nochmal ran. Andere brauchen Hilfe dabei. Wunderschön romantisch. Oder? Was sagst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sebi ist auch zufrieden mit dem Feuer. Auf jeden Fall. Mega. Super, ne? Richtig geil. Jens sitzt da hinten. Sehr gut. Hervorragend. Und da hinten, man kann ihn kaum noch sehen. André muss ein bisschen arbeiten. Und einer muss ja was tun. Schön gemacht, Leute. Weiß rein, ich filme. Was? Hab ich? Sehr gut. Ja, mal ein Detail. Geh mal weiter ran. Wir holen noch ein Detailfoto. Mein Mäuschen, Mäuschen, Mäuschen. Das war's. So, der erste Abend geht gemütlich zu Ende. Mit Kürbissuppe und Maus. Ja, ist so später Nachmittag. Achso, sehr später Nachmittag. Es ist schon stockdunkel. Aber es ist erst 6. Halb 7. Ja, wir werden dann gleich unsere Nachtwachen noch einteilen, der aufs Feuer aufpasst. Und guckt, dass wir möglichst lange durchhalten mit dem Feuer, weil wir haben nämlich extra wenig, damit wir uns morgen früh, sagen wir mal so um 5, 6 oder sowas, noch mit warmen Steinen irgendwie eindecken können, sollen. Und damit es warm bleibt. Mal gucken, wie die Nacht wird. Und ob es noch regnet. So, wir haben die kalte Nacht überlebt. Wir haben sogar noch Feuer und Holz. Sehr gut gemacht. Jens hat aufgepasst wie ein Luchs auf das Feuer. Dirk auch. So, der Tag ist angebrochen. Die Nacht war kalt, wirklich. Wir haben das Lager schon wieder abgebaut. Um 7 Uhr sind wir aufgestanden. Das Lager sieht jetzt so aus. Feuer haben wir noch.
Jungs machen sich schon heißes Wasser hier. Ja, Kaffee gekocht. Kaffee gekocht. Und mal gucken, was der heutige Tag bringt. Es gibt gleich noch Frühstück, wahrscheinlich wieder Rasensaat oder irgendwelche Glücksnüsse. Ja, und nächste Nacht. Ich habe da hinten Losung vom Hirsch gefunden, machen wir gleich Kaffee. Ja, diese Kaffeebohnen von den Affen gegessen und so. Und heute Nacht soll das Ganze stattfinden, im Prinzip ohne das Equipment, was wir jetzt gerade hatten. Also wir hatten ja gestern hier Felle, Wildschweinfelle, ein Kuhfell, eine Decke und Schindeln aus Holz und sowas, Bambus, all solche Geschichten. Und auf dem Gelände, wo wir nachher hingehen, haben wir das alles nicht. Das heißt, da müssen wir uns dann alles selbst zusammensuchen. Ja, dann wird es ein bisschen härter in der Nacht, auch das Holz. Dann haben wir uns heute auch, beziehungsweise gestern auch zusammengesucht. Aber es war natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und auf dem neuen Gelände werden wir sozusagen komplett Selbstversorger. Wahrscheinlich heute noch mit ein bisschen Intro und morgen übermorgen dann ganz alleine. Mal gucken, was das gibt. Ich hatte recht, es gibt Rasensaat. Tatsächlich realistisch. Wir müssen es öffnen und weich machen, um es genießbar und verdaubar zu machen. Der einfachste Weg, das Zeug zu essen, wäre ein Müsli. Dafür brauchen wir Wasser mit zumindest gemäß Biologie 27 Grad Temperatur, also warmes Wasser brauchen wir. Das Wasser soll dort eindringen und das Korn aufquellen. Es wird viel Lebensmittel und vor allem weich machen. Aber aufgrund der Wetterschutzhaut, die hier drumherum ist, der kleinen Panzer, wird das nicht funktionieren. Wir müssen das Korn zuverlässig einmal brechen, damit das Wasser auch wirklich rankommt. Das heißt, die Rasensaat haben wir auf der Wiese geerntet beim Vorbeigehen, die Halme abgezogen in die Tasche gesteckt und bis ich dann halt meine Menge Rasensaat habe, das ist etwa diese, die hält mich warm und satt bis Mittag. Dann geht es los, das Ganze zu zermahlen. Und meine Idee dazu ist, mit Kraft das Material vorne aufzunehmen und gegen die Bugwandung des Steines zu drücken, zu pressen. Ja? Da habe ich hier das gemahlene Material, hier das noch zu mahlende Material. Da habe ich ein gutes Sortiment. Das Ganze bedarf viel Kraft, weil das Korn natürlich rollt wie ein Kugellager. Und alles, was kugelt, lässt sich nicht reiben. Ich muss mit viel Armkraft, wenn ich die nicht habe, Jens, dann drückst du mich mit deinem ganzen Körperkraft drauf, ne? Zwei, drei Mal noch hier auf die Schulter hinten und dann kriegst du die auch zu malen. Bestimmt. Wunderbarer Keks. Ein bisschen Spaß schon. Immer noch nicht so aus, als wenn ich das könnte. Was gerade vor wir waschen jetzt unsere Sachen. Mit Wasser, wenn alles und zwar mit Waldboden. Juhu! Doch, muss gar nicht. So, auch schön abschrubben mit Waldboden vorweg, ne? Oder mit Sandboden. Mit Lehm was drin. So, wir sind jetzt von der Wildnis in die Wildnis. Jetzt wird es ein bisschen haariger. Und das hier alles ist unser Areal. Wir sind angemeldet. Ja? In dem wir hier rum. Aber denkt bitte, dass wir uns versorgen dürfen. Ja? Da ist Rumpf, genau. Die beim Korps dabei waren, kennen dieses Gebiet. Gewaltig. Das ist ja alles, was ich gestern gelernt habe. Wir gehen da nochmal durch. So, wir haben alles hier zu essen, Brennnesseln und hier Sumpf. Super, super. Wollen wir mal dem Herrn Bouquet? Wie war das noch? Also ich habe keine Sumpf aus. Ja, einer geht immer verloren. Wir ziehen dich raus. Ja, das kann schon mal passieren. Durch eine wilde Situation sind Tierspuren zu folgen. Die haben die Autobahn hergestellt. Durch den Sumpf gehen wir auf einem Wildpfad. Wir haben jetzt
hier ein wahrlich reales Sumpfgebiet, das tatsächlich stückiger ist, als man denkt. Und ihr seht anhand der Wasseroberfläche, dass wir hier maximal in der gesamten Waldfläche 10, 20 oder 30 cm haben bis zum Sumpf. Ihr könnt also keine Löcher graben und auch nicht springen oder mit der Hacke irgendwo rumpopeln. Wenn ihr Kacker machen wollt, überlegt genau, wie tief ihr grabt. Ja, ganz wichtig. Also wir sind hier tatsächlich in einem echten Sumpfgebiet. Das sind hier kein Spaß. Kein Spaß, André. Kein Spaß. Das ist so voll wie die Sumpfhexen, sehen wir hier. Ach, ist schön feucht. Ein Schwemmkanal, der den Sumpf mit Wasser versorgt. Bitte nicht reinspringen. Sprung mit Kamera, geil, wa? Ja, schön gesprungen. Wie du siehst, sind wir hier immer noch im Wald. Bauen hier gerade unseren Unterschlupf. Und eins unserer Dächer, das wir bauen, wird mit solchen Rasenteilen hier unten aufgebaut. Und das Ding ist, wir müssen ungefähr einmal quer durch den Wald 400 Meter gehen. Und hier sieht man wieder mal schön, dass tatsächlich, anders als im Fitnessstudio, wo du im Prinzip deine weiße Muskulatur trainierst, um Kurzpower zu haben, du für so eine Geschichte rote Muskulatur brauchst, weil die Teile sind in sich gar nicht so schwer, aber du musst ihn lange Zeit tragen und irgendwann ist der Saft aus den Armen raus. Deswegen, funktionales Training ist immer die Muskulatur der roten und nicht der weißen, auch wenn es schön aussieht. Also mit den Fingernägeln werden wir das Tier hier auch keine Steinscherbe, wir steigern uns mit den Fingern klar machen. Die Herangehensweise ist ganz einfach die, ihr nimmt das Tierchen, zwischen den Beinen ist die Haut am weichesten. Da müsst ihr das Fell nehmen, die Haut auseinanderreißen und dann könnt ihr quasi die gesamte Haut aufreißen über den gesamten Tierkörper und das Tier einmal umstülpen, dann ist die Ratte nackt. Links, rechts in der Wirbelsäule noch zwei rote Kidneybohnen, das sind die Nieren, auch die gehen mit raus. Ja? Mhm. Die Ketone sind es, die losrennen und genau. Und die Leistungsfähigkeit geben. Mhm. Außerdem gehst du in die Fettverbrennung. Ja. Oh wei. Aber bevor es dunkel wird, gehen wir auf die Wiese zum Grasen. Euer Abendessen müssen wir noch pflücken und herbringen. Das ist die Lodge für die Nacht. So, das Nachtlager ist aufgebaut. Diesmal sieht es so aus. Zoomen wir ein bisschen rein. Wir haben die Nacht überlebt. Das ist übrig geblieben von unserem Feuerchen hier. So sieht's aus. Tag bricht an. Überlebt. Die anderen beiden Jungs gehen schon Wasser holen. Heute ist der Selbstversorgertag. Es war, je nachdem was für eine Unterlage man hatte, scheiße kalt. Und wir hatten immer so ein bisschen Panik, dass uns tatsächlich das Holz ausgeht. Wir haben riesen Äste hier reingezogen hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und noch ist es an. Mal gucken, wie es aussieht. Sollen wir nächste Nacht ohne alles. Mal gucken, ob das so sein wird. Ein neuer Tag. Furchtbar. Ja, heute wird es erst richtig schlimm. Das ist das, was ich so befürchte. Heute wird es schlimm. Selbstversorgung. Anni und ich gehen ein bisschen Wasser holen. Weil natürlich auch Wasser unter realistischen Bedingungen hier geholt werden muss. Und das heißt, wir müssen das Wasser erstmal ein bisschen abfiltern und dann abkochen und dann können wir es trinken. Dazu müssen wir erstmal zur Wasserstelle. Und das ist ja der Weg, den wir gestern schon zigmal gegangen sind. Stolperdrähten, allen möglichen Geschichten.
Das Spannende ist tatsächlich wieder so ein Learning, wenn man durch den Wald geht, dann, wir haben ja Schuhe an, muss man natürlich irgendwie auch so ein bisschen anders gehen. Ne? Man kann natürlich nicht so plump gehen, wie man das ganz gerne in der Stadt macht. Und man hat wie hier permanent natürlich irgendwelche Hindernisse, über die man drüber kommt. Das heißt, um sich in so einem Terrain zu bewegen, ist so eine gewisse funktionale körperliche Fitness natürlich mehr als notwendig. So, gehen wir ein bisschen weiter. Gar nicht so schlimm. So, hier ist unsere Wasserstelle. Hier vorne war gestern auch unsere Rattenwaschstelle. Boden ist übrigens alles komplett nass, alles komplett Moor. Und hier ist ein kleiner Blick auf den See. Geht. Die Einmann-Methode. Bei deiner Flasche. Getränke sind gerettet. Zurück geht derselbe Weg mit Hindernisparcours. Weißt du was? Mit Wasser nicht ausgehen. Geh schon mal, ich mache mir meine Tasse auch noch voll. Echt? Ja. Ja. So, das kann ich in die Tasche stopfen hier. Mit der Hand. Also, okay. So, das heißt, ich gehe alleine durch den Wald. So, Bekanntschaft im Wald. Der hat ihr zufällig noch meine Tasse mitgenommen? Das ist deine Tasse, die ich hier habe. Achso, soll ich dir tragen helfen irgendwie? Ja, oh, kannst du? Nö, auch nicht. Und in diesen Bedingungen hier merkt man wieder ganz klar, wie das natürliche Leben wäre. Man hat natürlich andauernd so ein bisschen Hunger. Und es ist permanent kalt. Das heißt, ja. Der Körper fährt auf Ketonen. Interessanterweise ist man gar nicht, obwohl man hungrig ist, die ganze Zeit so komplett raus. Man merkt zwar, dass man ein bisschen lethargisch wird über den Tag, aber man fühlt den Hunger eigentlich nicht. Das ist sehr spannend. Aber die Kälte ist natürlich so eine besondere Sache. So, ihr Wasserkocher, wir haben ja noch ein Ding, Sebi. So, Detlef hat uns Frühstück gebracht, es gibt Nuss. Also war jetzt schon knapp davor, ne? Ich habe sowieso schon von allen so ein Ding, wo ich ausgerastet bin. Also das ist der Mousse, und dann gibt es einen leckeren Kakao. Die Jungs knacken hier noch Nüsse. Das war ich noch nie. Die Ruhe selbst. Während wir gleichzeitig schon Spindeln und ein Feuerbohrset für heute Abend vorbereiten. Du bist Kühe im Vorfeld, so ne? Aus. Habt ihr gesehen im Norden? Oh, Futter. Da haben wir Kühe da freilaufen. Ob das auffällt? Wenn eine fehlt? Ja, schöne Lagerplatzwahl hier. Da hatte ich gesagt, als ich hier mit Ilonka zur Beschauung war, war das der Punkt, da habe ich echt gedacht, Mensch, wer hier nicht parkt, der hat das falsch gemacht. Na, super Ding, großartig. Sagt er so, man steht 10 Minuten und dann kommt das Wasser aus dem Boden. Aber überall hier. Sumpf halt. Wieder der bekannte Weg. Diesmal mit vollem Equipment. Wir dürfen Fotos machen, denn wir gehen Wasser holen. Diesmal nicht mehr am Teich,
sondern, am Teich, am See, sondern, Achtung, stolper drauf, sondern wir sammeln Tau für eine Wiese. Ist auch noch geregnet, das ist auch noch ganz gut, das macht es natürlich noch besser. Und das brauchen wir nämlich nicht abkochen, weil wir haben ab jetzt kein Feuer mehr. Das heißt, wir dürfen nachher zum Abendessen, wenn es was gibt, haben wir die Option mit eben den schon mal gezeigten Feuerbohrern Feuer zu machen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir ein warmes Essen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir ein kaltes Essen. Und ich befürchte, Sebi, was sagst du? Ich sag Insekten. Ich sag Maden. Ja, Madenwürmer, sowas. Die natürlich ein bisschen geröstet und verhältnismäßig geiler sind. Aber gucken wir mal. Was gibt's noch? Wir müssen, genau, aufgrund des nicht vorhandenen Feuers, also das müssen wir dann nach dem Essen auch wieder ausmachen, bauen die Jungs gerade unseren Unterstand um. Dass wir ein bisschen anderes Liegekonstrukt haben. Upsa. Und außerdem, was haben wir noch an Andersartigkeiten? Außerdem, das war's, glaube ich. Gucken wir mal, wie das mit dem Wasser finden auf der Wiese funktioniert. Vorher. Aber es ist halt echt voll mühselig und eben nach so mehreren Tagen kaum das Essen und auch nicht so richtig super schlafen und permanent kalt und nass und so, ist es halt wirklich so, dass einem dann irgendwann auch die Kräfte schwinden. Das heißt, auch das Ausspringen ist eine richtige Tortur. Survival ist kein Zuckerschlecken. Ich habe jetzt meine zweite Brühe fertig hier. Ist schon besser, wenn man ein bisschen weiß, wie es geht. Ist schon ein bisschen lustiger. Sebi macht noch seine Brühe. Wie gesagt, wir filtern das dann nochmal. Durch unseren coolen Filter. Aber es ist echt ein mühseliger Scheiß. Oder? Meinst du? Ja, vor allem wenn man nur Nüsse gegessen hat und Mäuseschenkel und Rattenschenkel und Rasensaat. Und Rasensaat. Beschwerst du dich denn überhaupt? Stimmt. Voll fürstlich gespiesen hier. Aber echt, es gab doch Frühstück. So, da kommt man von der Arbeit nach Hause und Mutti hat gekocht. Ach nee, die Jungs schnitzen hier freudig weiter an unserem Feuermaterial. Haben aber eine geile Bude gebaut. What? Richtig cool, mit Regendach, aufgemotzt, hier Schlafbungalow, oh, sehr komfortabel. Schön ist was anderes, aber das wird seinen Zweck erfüllen. Machen wir den gerade Feuerbohrer schnitzen, ne? Mhm. Damit wir unser Essen kochen dürfen. Was voraussichtlich nicht funktioniert, weil es viel zu nass ist. Und Feuerbohren sowieso doof ist. Also haben wir André. André macht das für uns. Ja. Als Alternative dürfen wir unser Essen dann roh essen. Genau. Wir haben eben schon, Sebastian und ich, schon getippt. Wir tippen ja auf Maden. Oder sowas. Oder Würmer. Oder Chibabchichi. Detlef wird wieder Chibabchichi. Das könnte natürlich sein. So, wir haben jetzt hier schon eine Menge geschnitzt. Ich mach das hier fertig. Also das wird das Endstück für den Bohrer. Doch, ich komme wieder. Und hier unten sind die anderen Bestandteile. Einen Bogen. Ein Bohrer und ein Bohrloch. Und nochmal. Also hier gibt es einen Bogen, einen Bohrer und das Brett nachher zum Bohren. Und hier das Holz, upsala, um den Bohrer von oben zu fixieren. Ob das alles funktioniert, sehen wir, wenn das Licht angeht.
1, 2 oder 3. Ja, was ist mit der Verkurbelung, ne? Das ist nicht im richtigen Prozess. So, weil wir heute artig waren, hat Detlef uns ein Fischeis mitgebracht. Fisch am Stiel. Ganz lecker. Mmh. Alles klar, ist jetzt 1 Uhr. Wir sind seit 12 Uhr schon wach. Es ist eine wunderschöne kalte Nacht. Wir haben jetzt so um die wahrscheinlich 1 Grad jetzt mittlerweile. Schlafen war super, bis es schlecht wurde. Es wurde allen kalt. Und jetzt stehen wir hier so. Warte mal. Leuchten mal hier in die Runde. Der Dirk, der Jens, der Sebi und André. Ich leuchte mal den André an, Sebi. Das ist er. Hier. Stehen hier bei einem wunderschönen Vollmond da oben. Und frieren noch ein bisschen. Wir haben nur noch bis, um 8 Uhr kommt Detlef. Hier, leuchte mal darauf. Und achso, genau. Wir sind hier, muss man sagen, weil es so kalt ist am Boden. Stehen wir natürlich hier auf Hölzern, damit unsere Füße in diesem matschigen Morastuntergrund nicht noch nasser und kälter werden, als wenn das gehen würde. Aber das ist so das Ding. Gucken, was noch passiert die Nacht. Wahrscheinlich wenig und es wird lange dauern. Bis später. Ein bisschen schlafen, haben wir wieder 3 Männer auf der Stange hier, plus mich natürlich 4 Männer auf der Stange. Wir machen jetzt mal die musikalische Begleitung. Das war André, auch bekannt als der Höhlenbär, der brummende Höhlenbär. Geil, 3 Männlein im Walde. Es ist kalt. So, der Höhlenbär ist auch wieder wach. Er ist wieder da. So, morgen. Lustigen Gesellen, weiß nicht, ob man mich sieht. Ich bin auch noch da. 5:30 haben wir jetzt. Habe ich gesagt, 5:30 eben? Ja, ne? 6, ja. Yay. Der Tag beginnt. 7 Uhr, wir haben die Nacht überstanden. Es werden eifrig Fotos gemacht. Unser Arschstand, der kein Arschstand war, unsere Behausung hier, die hat tatsächlich wunderbar gehalten. Es gab in der Nacht noch einen fetten Regenschauer, aber es war alles sehr gut, trocken geblieben. Wir waren tatsächlich dann zweimal wach. War richtig, richtig fies kalt. Und wir mussten eben auf diesen Baumstämmen hier überstehen, weil der ganze Boden nass war vom Regen und so ein sumpfig nasser Boden ist. Ach, das war fies und kalt, aber wir haben es überstanden. Es gibt gleich noch irgendeine Art von Frühstück und noch ein bisschen Abschlussbesprechung, vielleicht noch eine kleine Einheit, irgendwas zu lernen. Dann war's das.